Christina daher mit ihren Gefährtinnen aus Lüttich. 5 Tage dauerte die beschwerliche Reise. Mehrmals wurden sie überfallen, bedroht. Und auch der Einlass in die Stadt Köln wurde ihnen verwehrt. Aber die Ursulinen ließen sich nicht aufhalten. Und trotz aller Widrigkeiten gelang es ihnen, ihre Mission in Köln zu beginnen. In den ersten Jahren lebten sie wie Fremde. Doch nach und nach kamen immer mehr Kinder zu ihnen, die sie unterrichteten. Und schon bald reichte der Platz nicht mehr aus. Schließlich gelang es den Ursulinen, diesen Platz hier in der Macherstraße zu erwerben. Doch überzeugt euch selbst, wie glücklich sie waren, endlich genügend Platz, ein riesiges Kloster und Schule und Internat zu haben. Ursulinen-Schwestern für unsere Stadt viel Gutes getan haben, sich um die Erziehung der Kinder sowohl hohen als auch anderen Standes gekümmert haben, erhalten sie die Erlaubnis, hier zu wohnen und ihre Schule zu führen. Allerdings nur, wenn sie ihre Steuern zahlen. Und dass niemand... Und dass niemand die Möglichkeit hat, über sie zu klagen. Die Urkunde der Stadt Köln besiegelt ist. Ich danke euch und ich danke Gott, dass er uns die Kraft und die Geduld gegeben hat, als wir damals krank waren und immer mehr Mädchen zu uns gekommen sind. Es hat fast 16 Jahre gedauert, bis wir alle Schwierigkeiten überwunden und endlich eine Bleibe gefunden haben. Jetzt dürfen wir auch neue junge Schwestern in unseren Orden aufnehmen. Und für viele Schülerinnen gibt es eine Unterkunft. So lasst uns in unser neues Haus einziehen und Gottes heiligen Willen erfüllen. Kommt alle, wir sind endlich am Ziel. Hoffentlich wird es uns hier besser gehen. Erinnert ihr euch noch an unsere erste Wohnung bei St. Gerion? Dort mussten wir mit dem Nötigsten rauskommen und waren trotzdem glücklich und zufrieden. Wisst ihr noch, wie wir anfangs alle 3 Monate um eine Aufenthaltsgenehmigung bitten mussten? Ja, und die vielen Umzüge. Erst die Wohnung bei St. Gerion, dann die Landskron an der Breitestraße. Das Zitterhaus, das Haus am Domhof und am Ende das Haus zum oberen Ländchen. Dabei haben wir wirklich die Stadt kennengelernt. Eine neue Stadt für euch alle. Ja, damit sind wohl alle Sie gemeint. Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu meiner Person. Ich bin Heinz. Und das ist das Horn des Heinz. Your master's voice. Dieses Horn wird erschallen, wenn wir uns weiter bewegen wollen. Sie können das verstehen, wir sind eine große Masse und um uns im Zeitplan ein wenig zu bewegen, werde ich immer versuchen, Ihnen damit etwas Beine zu machen vielleicht. Immer schön, also wenn das Horn erscheint, erschallt, möchte ich nicht hören, wie ich habe die Mutti lange nicht mehr angerufen oder ich bin noch gar nicht so weit, Lisa hat geduscht, nein, dann geht es weiter. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, dann, wer ist das denn? Bischof Kunibert. Der Bischof Kunibert? Auf die Bühne mit ihm! Exzellent. Ja. Amen.
Holz zu tragen. Vorsicht, ich bin jetzt atmen. Mein Taschenlauf. Ich bin extra aus. Metz bekommt. König Dagobert. Vom Vaterland. König Dagobert. Ihr König Dagobert! Auch Sie werden uns begleiten. Ja, dann müssten wir eigentlich so langsam mal los zu unseren ersten Schritten auf der Via Sacra im Jahre 2003. Dann hören Sie das Horn! Vorwärts! Thank you.